Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Wir machen hier einfach mal gleich sofort weiter mit unseren Bonus-Stories. Wir haben ja schon bereits im letzten Part die erste davon abgeschlossen, die ja mit Bardock zu tun hat. Und jetzt ist ja nun die nächste hier dran. Ja. Danke, dass du gewartet hast. Kannst du auf Zeitpatrouille gehen? Klar, sicher. Dann auf zur Zeitkammer. Ja, bin ich ja mal gespannt, ob Trunks jetzt die richtige Rolle gefunden hat. Ich meine, der Kaioshin hat ihn ja ordentlich was aufgehalst. Um jetzt hier den richtigen Fehler herauszufinden. Arimashitayo. Ach, gut gemacht. Doyara, Rekishi no Kaihen wa kore kara okoru yō desu. Alles klar. Nani ga okoru ka wakarimasen ga, mukatte kuremasu ka? Sicher doch. Hab ja nichts Besseres zu tun, oder? Legendärer Super Saiyajin Broly. Besiege Broly. Ja, genau. Damit hat es jetzt zu tun, das Jahr 774. Oh, ganz schön still hier. Da unten. Oh, das ist er also. Hä? Ja, das kann jetzt natürlich übel werden. Das krieg ich schon hin. Boah, ouch! Das war ein heftiger Treffer. Na gut, dann machen wir das mal. Das sollte eigentlich helfen. Also Superstromschlag bringt es auf jeden Fall. Die Kinder lenken ihn einfach ab. Ich mache dann den Rest. Ach, vergiss das. Ah, Son Gohan. Wurde aber auch Zeit. Au! Okay, ich muss irgendwie auf Distanz kämpfen, so bringt das nichts. Na, Kampf bringt die Attacke einfach nichts. Autsch. Los, komm schon, Mann! Mann, dafür, dass der Typ so schwerfällig aussieht, hat er leider ziemlich gute Reflexe. Ich sollte auf jeden Fall erstmal auf Abstand gehen, bis er sich ein neues Ziel sucht. Ah, darauf kann ich, glaube ich, lange warten. Ah. Mann, lass mich in Ruhe! Ich bin nicht Kakarot! Oder wie auch immer das ist. Ja gut, ich weiß ja, wer es ist, aber... auf mich loszugehen. Au! Was für ein Lappen, ey! So, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Ruhe. Denn wenn wir jetzt einfach mal... Oh, na toll. Autsch! Na gut, das reicht schon. Ich glaube, wir haben es. Ja, keine Angst, Son Gohan, ich helfe dir dabei. Wir haben es ja bald geschafft. Sollte ja nicht mehr lange dauern und schon ist Broly erledigt. Das war's. Das ging ja zum Glück recht schnell. Geschafft. So, bringt auch erstmal ordentlich Punkte mit sich. Cool. So, Attributpunkte. Und wir sind durch. Und was jetzt? Oh. Okay. Das gibt's doch nicht. Jetzt hat das Wurmloch also auch Broly verschluckt. Trunks.
Ja klar, als ob ich jetzt gerade in so einer Situation ans Essen denken würde. バダックさんに続きブロリーまでまた歴史が大きく変わろうとしています。 そうね。少なくともあの2人が現れた時代がどこかにあるはずなのよ。 Wirklich? In welchen? どこかに。どこかに。 Ja, das heißt also erstmal wieder die ganzen Rollen durchkrämern oder sowas. Ja, das kann erstmal wieder dauern. Oder auch nicht. Also eigentlich ist der Chunk zum Glück sehr schnell in sowas. Und aber zuerst einmal nochmal hier kurz Attribute boosten. Obwohl, nee, Gesundheit muss jetzt nicht sein. Doch lieber mal weiter Grundangriffe skillen. Obwohl es ja in den Klamotten eigentlich ja überhaupt nichts bringt, aber egal. Ja gut, ich schaue jetzt einfach mal kurz nach. Also ich glaube zwar kaum, dass ein Level abreichen wird, aber ich schaue immer sicherheitshalber mal lieber nach, ob Cell tatsächlich jetzt schon eine nächste Lektion für mich hat. Son Goku! Oh, okay, das ist jetzt echt unpassend. Scheiße! Och Mann! Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was ist, wenn jetzt... Oh Mann, ich will jetzt eigentlich ja die Lektion bei Cell eigentlich gerne zu Ende bringen, aber Son Goku, das... Och nee. Verdammt. Son Goku kann mir bestimmt eine richtig coole Attacke beibringen, wenn ich ja seinen Unterricht abschließe. Aber ich will ja eigentlich auch die Attacke von Cell haben, die letzte, die er da hier geben kann. Ah, oh, mein Gott. Das ist jetzt natürlich schlecht. Aber andererseits... Ich würde tatsächlich wirklich gerne bei Son Goku jetzt in den Unterricht gehen. Das hatte ich eigentlich sowieso schon mal gesagt, dass ich das ja wirklich verdammt gerne machen möchte. Also, ich bin jetzt gerade hin und her gerissen. Obwohl, vielleicht habe ich ja nochmal meine Chance. Also, irgendwann habe ich bestimmt meine Chance, bei Cell den Unterricht abzuschließen. Aber zuerst bist du dran. Hey, ich bin Son Goku. Warte, das weißt du sicher schon. Du hast mir ja damals sehr geholfen. Dein Kampf gegen die Mikra war aufregend. Was hast du danach gemacht? Hast du trainiert? Kommst du nicht weiter? Wir haben zusammen gekämpft und trainiert. Du bist ziemlich stark. Aber ich kann dein ganzes Potenzial noch nicht sehen. Du kannst noch stärker werden. Ich kämpfe gegen dich, wenn du stärker bist, also trainiere weiter. Es wird schwer, aber du willst es versuchen. Auf zum ersten Training. Gut, du kannst darum bitten, Student dieses Charakters zu werden. Bitten? Ich mach's. Ich tu's einfach. Wie ist die Beziehung zum aktuellen Meister? Fortfahren? Ja. Okay, fangen wir an. Wir trainieren bloß. So kann ich deine Stärke am besten einschätzen. Zeig mir die Stärke, die du gegen die Mikra aufgebracht hast. Wenn du mich besiegst, bringe ich dir eine neue Fähigkeit bei. Motiviert? Hey, du bist genauso... Du bist sowieso, auch wenn ich das nicht gesagt hätte. Ja, das bist du sowieso. Ich werde aufgeregt. Das wird lustig. Und los. Ja, bringe es von Gokus Gesundheit auf ein bestimmtes Maß herunter. Nachbildschlag, okay. Du willst wieder Son Gokus Schüler sein. Kämpfe gegen ihn und sag ihm, was du wirklich denkst. Mach dich stärker. Ich tu's einfach. Ich meine, die Gelegenheit kann ich mir jetzt eigentlich unmöglich entgehen lassen. Ich meine, Cell wäre zwar auch super gewesen, weil ich seinen ultimativen Angriff ja wahrscheinlich auch sicher gut hätte gebrauchen können, aber bei Son Goku kann ich das super Kamehameha lernen. Und das ist ja zumindest ein bisschen stärker als das perfekte Kamehameha von Cell. Aber was ist mit deinen Klamotten passiert? Ja, dann machen wir mal hier gleich mal Nägel mit Köpfen. Boah, verdammt! Okay, der macht gleich Kaioken. So, das reicht schon. Wir haben gewonnen. やっぱおめえは強いや。大手にいたぞ。だけど力の付け方がなっちゃいねえ。そんじゃ持ってみんぞ。よし、寝た。俺がいろいろ教えてやるぞ。じゃ、これからしばらく。 Ja, okay, warum nicht? Wir haben es geschafft. Der Aufnahmetest ist bestanden.
Ja, wenn auch nicht gerade unbedingt jetzt allzu erfolgreich. Große Regenerationskapsel und den Superangriff Nachbildschlag. Na, bin ich ja mal gespannt, was der so kann. Puh, nicht schlecht. Kein Wunder, dass du Demigra besiegt hast. Jetzt können wir zusammen trainieren und stärker werden. Oh ja, ich sollte dir die Fähigkeit beibringen. Beim Nachbildschlag bist du so schnell, dass du Nachbilder erzeugst. Weiche damit Angriffen aus oder mache einen Gegenangriff. Wenn du das gemeistert hast, bringe ich dir die nächste Fähigkeit bei. Werde stärker, dann trainiere ich dich wieder. Ich erwarte dich. Ja, Son Goku ist jetzt dein Meister. Oh ja, das ist so cool. Okay, gut, dann machen wir mal gleich ja sofort weiter. Die Fähigkeit können wir erinnern. Ich glaube, der Nachbildschlag könnte sogar hier eine Fähigkeit hier sein? Nee, doch nicht. Nee, der Nachbildschlag ist sowas hier. Verwirre den Gegner mit wiederholten Nachbildern. Mhm. Ich könnte das ja mal eine Weile für die Teleportation einsetzen. Und mal sehen, wie das dann wird. Okay, dann sehen wir uns später wieder. Und ich werde jetzt einfach mal die Zeitpatrouille fortsetzen. Also ich denke mal, das sollte jetzt nicht mehr lange dauern. Und wir können auch dann die letzte Geschichte hier abschließen. Also es ist eigentlich ja nur eine dreiteilige Geschichte, die ich hier mit Bardock und Broly machen kann. So, jetzt geht's los. Danke, dass du gewartet hast. Okay, wir können auf Zeitpatrouille gehen. Gehen wir zur Zeitkammer. Warum? Wieso sprichst du so merkwürdig langsam, Trunks? Was ist los? Na, wahrscheinlich ist er bloß übermüdet, weil er die ganze Nacht jetzt nach Rollen gesucht hat. Arimashita, yo. Hä? Was? Kore mo Lekishi no Kaihen wa kore kara no yō desu. Kondo koso ketchaku o tsukemashou. Geht klar. Onegai shimasu. Natürlich, Trunks. Das mache ich doch gerne. Ja, da geht's los. Harter Kampf. Broly gegen Bardock. Reduziere Brolys Gesundheit auf ein bestimmtes Maß oder eine bestimmte Zeit läuft ab. Ja, 762. Und ich weiß genau, wo wir sind. Und Tatsache, Broly und Bardock sind hier. Und wir sind auf dem sterbenden Planeten Namek. So sieht's aus. Das ist nämlich ja genau derselbe Moment, wo Freezer gerade gegen Son Goku kämpft. Und das war gerade Pulunga. Wir haben es geschafft. Ja gut, das ging ja schon mal recht schnell. Okay, da habe ich mich sogar ein bisschen vertan. Es gibt sogar 4 Teile insgesamt. Vielleicht sogar 5, ich weiß es jetzt nicht genau. Ja, auf jeden Fall, wir wurden ja jetzt eben gerade wegteleportiert. Und zwar durch den heiligen Drachen Pulunga. Kraft des Jungkriegers, besiege Broly. Oh, oh shit. Er hat Bardock einfach weggeschossen. Ja, ganz genau. Als ob das so einfach wäre. Au! Er hat mich gerade gegriffen und geschmissen, der Sack. Au! Er verwendet die gleiche Attacke wie Demigra damals. Dieser Sack, ey! Oh Mann! Er kommt viel zu schnell an mich heran. Nein! Nein, 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 nein! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Hör auf! Nein! Ah! Steh auf!
Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe mal, das überlebe ich jetzt noch. Okay, geschafft. Sag mal, hast du nichts anderes drauf? Immer diese bescheuerte Attacke einzusetzen? Mann. Okay, das hat nicht viel gebracht. Verdammt, ich brauche ein bisschen Abstand. Sonst kann ich das nicht schaffen. Ah, Mann. Wenn ich mich doch nur irgendwie ein bisschen über die Zeit retten könnte, bis ich vielleicht endlich mal Hilfe kriege. Also alleine schaffe ich Brudi bestimmt nicht. Autsch. Ah, Mann. Nein. Oh, ich krieg langsam echt die Krise. Okay, gut. Die Kapsel hat schon bereits gewirkt. Ah, toll. Meine Verwandlung hat das sogar auch abgebrochen, der Wichser. サイヤ人のあんたならあれが作れるはずだ。なんだ貴様、何を言ってやがる。あんたに頼みがある。 Okay. Endlich habe ich die Chance. Na also, jetzt geht's los. Bardock hat sich in einen Riesenaffen verwandelt. Wäre meine, wenn er nicht immer zu das machen würde. Ah, Mann. Dadurch gehen meine ganzen Kapseln rauf. Oh, das gibt's doch nicht. Ausgerechnet immer diese scheiß Attacke. Ich hasse das. Kannst du nicht endlich mal Bardock verprügeln? So, jetzt ist aber Zeit. Okay, das ist langsam jetzt echt bescheuert. So, jetzt ist aber Schluss hier. Jetzt reicht's aber. So, jetzt habe ich ihn. Hoffe ich mal. Okay. So langsam wird's interessant. Was denn, du auch noch? Oh nein, das ist eine schlechte Idee. Ja, es wäre mal, wenn Broly nicht immer so auf mich losgehen würde.
Also langsam halte ich das echt nicht mehr aus. Mann, was ist hier los? Mensch, ich sehe gar nichts. Oh ja, jetzt macht er schon wieder das. Ist klar, ist klar. Mann. Jetzt verprügelt er nicht mal einen anderen außer mich. Nimm zum Beispiel Vegeta. So, jetzt ist aber jetzt hier Ende im Gelände. Ich hoffe, das reicht jetzt auch. Ich hoffe nur, ich kann jetzt Broly besiegen, bevor er jetzt wieder diese Attacke macht. Geschafft, endlich. Oh, Mann. Ich dachte echt schon, ich überlebe das nicht. Okay, wir haben es hinbekommen. Und bekommen dafür sogar ordentlich Punkte. Hätten natürlich besser laufen können, aber immerhin. Erstmal Levelaufstieg und ein paar ordentlich Punkte dazu. Puh. Na bitte. Broly ist besiegt. Und die böse Energie aus ihm ist sogar auch verschwunden. Und sogar Bardock verwandelt sich zurück. ザマ、いや、ネック。どうなったんだ。や、やつは化け物は死んだのか。大丈夫。気絶しているだけですから。あとのことは俺に任せてください。 Oh Mann, Trunks ist echt ganz schön dreist. Schlägt einfach seinen eigenen Vater K.O., das gibt's doch nicht. Na gut, zu diesem Zeitpunkt wusste ja Vegeta noch gar nichts davon. Hm, gut zu wissen. Verdammt mächtig sogar. Ich dachte echt schon, ich überlebe den Scheiß nicht. Der hat mich ja verprügelt wie sonst was.見てたわよ。すっごいタフなやつだったわね。バーダックさんは本当に悟空さんそっくりでしたね。でもバーダックの方がワイルドで渋い感じだったよね。いい男よね。彼女とかいるのかしら。奥さんがいますよ。 Ohoho, Kaioshin der Zeit, ich muss sagen, du bist echt ein richtiges Luder. Unfassbar. Naja, er hat das genau richtig gemacht. Hin und wieder muss man auch dir mal den Kopf waschen. Ich fand's lustig. Okay, wir haben es also geschafft. Wir haben die beiden Bonus-Stories abgeschlossen. Naja, aber ich kann immer noch sagen, wir sind immer noch nicht fertig, Leute. Ja, wir haben zwar jetzt das hier geschafft. Ja. Ja, okay. Und dann kommt eigentlich ja wieder erstmal das hier. Ja, denn wir haben ja immer noch zwei weitere große Aufgaben hier vor uns. Und die werden ja von diesen beiden Robotern hier vergeben. Ja gut, ich werde jetzt erstmal am besten ein klein wenig wieder mal skillen. Attribute mal hochboosten und die Grundangriffe mal auf 20 bringen und den Rest einfach mal auf die Gesundheit hoch. Das sollte schon mal so genügen. Okay, wir sind fertig und ich glaube, ich gucke mal kurz bei Son Goku nach. Vielleicht hat er ja schon bereits die nächste Lektion für mich. Seinen Nachbildschlag habe ich ja schon öfter ein paar Mal angewendet, auch wenn der jetzt nicht unbedingt gerade wirklich hilfreich war, wenn ich ehrlich sein soll. Aber was soll's? Vegeta, du bist auch hier? Ach du Scheiße. Du wagst es wieder angekrochen zu kommen? Ich trainiere selbst, misch dich nicht ein. Nee. Hast du mich grundlos angesprochen? Verschwinde, wenn du nicht sterben willst. Gott, der ist ja aggressiv drauf. Naja gut, hilft ja nix. Bin ich aber gespannt, wie Cell reagieren wird, wenn ich auf den treffe. Oh Mann, der wird wahrscheinlich sogar mindestens genauso fies zu mir sein. Obwohl, in Sachen Arschloch sein, kann keiner Vegeta übertreffen. Ohne Scheiß.
Okay, aber Son Goku hat gerade nichts Neues für mich. Schade eigentlich, aber was soll's. Hä, was ist jetzt los? Hä? Okay, da habe ich jetzt wohl gerade irgendwie was... Ja, ich habe wohl, glaube ich, versehentlich jetzt hier das Terminal gerade kurz anvisiert. Hier, ich gebe dir das hier. Das könnte nützlich sein. Energiekapsel L. Oh, danke. Nett von dir. Ja, Son Goku ist schon nett. Hoffentlich nicht zu nett. Alles klar. Nachdem wir ja das ja mit Bardock und Broly erledigt haben. Genau, sollte ja der hier auftauchen. Der große Broly. Alter, und wie groß der ist. Der ist mindestens dreimal so groß. Alter. Schwede. Ja, was könnte man schätzen? Mindestens 2,60 Meter? Was bist du? Du siehst aus wie Abschaum. Mir ist es gleich, wer du bist. Wer sterben will, soll kommen und mich angreifen. Später vielleicht. Wie? Du willst um dein Leben betteln? Das nicht unbedingt. Ich habe jetzt gerade nur keine Lust. Tja, darum können wir uns ja vielleicht beim nächsten Mal kümmern. Ich habe auf jeden Fall erstmal was anderes vor. Ich wollte mir eigentlich ja gerne einen bestimmten Kampfanzug ja hier sichern. Und ja, die Mission dafür habe ich eigentlich ja schon mal gemacht. Allerdings, ich glaube nicht, dass ich das jetzt in der kurzen Zeit schaffen werde. Weil es gibt eigentlich ja noch viele coole Uniformen, die ich ja eigentlich ja hier noch ja mitnehmen wollte. Erstmal haben wir ja hier die Saiyajin-Revolte. Da wollte ich ja eigentlich ja unbedingt gerne Vegettas Kleidung kriegen. Und sogar das Urknall-Kamehameha freischalten. Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Und dann haben wir ja natürlich noch das Wehraffenfest. Scheiße, jetzt habe ich es versehentlich angeklickt. Ich bin so eine Pfeife, ey. Na gut, schnell wieder raus. Ich wollte jetzt hier keine Parallelquests anfangen. Das mache ich in aller Ruhe offscreen. Oder ich könnte ja eigentlich auch sogar auch mal sowas in der Art wie Tutorial-Videos dazu machen. Das wäre eigentlich ja auch eine Idee. Indem ich ja mal zeigen kann, wie ich das hier schaffe. Aber hier wäre es mal die Möglichkeit, Kampfanzug von Bardock zu kriegen. Wäre auch ziemlich cool. Und die Fähigkeit Tyrannen-Ulan. Könnte ja eigentlich sogar auch eine Attacke von Bardock sein. Werfe, werfe, werfen! Nappa, Vegeta und Bardock wurden zu werfen. Jag sie, ehe sie die Erde übernehmen. Boah, Bardock auch? Ja, das Kind trainiert, um die Eltern herauszufordern. Die Eltern, damit das Kind wächst. Hilf beiden beim Training. Oha, okay, interessant. Videl, Trunks, Son Gohan gegen Mr. Satan und Mr. Satan, Vegeta und Son Goku. Ja, besiege Son Goku, Vegeta und Mr. Satan. Und ja, klingt zwar ganz interessant, was hier so alles drin ist, aber nicht unbedingt gerade, was ich haben wollte. Naja, da kann man auf jeden Fall noch so einiges machen. Das könnte ich irgendwann auch mal machen. Ja, also ich denke mal, ja, ich werde tatsächlich offscreen mich erstmal darum kümmern, einige neue Kleidungsstücke mal zu erwerben. Also da hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Vor allem ja die Kleidung von Vegetto interessiert mich ja sogar ziemlich, weil sie ja ziemlich gut auf Ki-Angriffe ja geskillt ist. Also ähnlich ja wie auch hier Son Gokus GT-Kleidung, die ich ja momentan trage. Aber ich glaube, die von Vegetto ist sogar noch ein bisschen besser, aber da bin ich noch nicht so ganz sicher. Naja, das werde ich herausfinden, sobald ich die Klamotten habe. Aber bis dahin, Freunde, werde ich erstmal an dieser Stelle hier den Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit der Kleidung von Vegetto hier am Leib. Und dann machen wir ja sogar weiter mit den beiden, ja... ja, Zeitpatrouillen, genau, das war's. Zeitpatrouillen, die diese beiden Roboter anbieten. Gut, bis zum nächsten Mal dann und ciao!